Es ist fast wie Magie. Zwei Mikrofone da, wo du sie noch nie aufgestellt hast und wenn du es einmal ausprobiert hast, wahrscheinlich nicht mehr darauf verzichten möchtest, weil sie deinen Aufnahmeraum doppelt so groß wirken lassen können, wie er eigentlich ist. Das sind die Mikrofone für den Droom, für den Drum Dream Room oder zu Deutsch der Schlagzeug Traumraum. Und ihr Erfinder Moses Schneider sagt uns gleich nicht nur, was es damit auf sich hat. Er verrät auch, was du damit im Mix anstellen kannst. Und Achtung, sitzt du! Er verrät dir auch, wie du an die wohl abgefahrenste Loop- und Beatsammlung aller Zeiten rankommen kannst, mit denen du deiner Musik definitiv einen neuen Groove und Sound verpassen kannst, den es bis dato so noch nicht gegeben hat. Mit Mikros aufgenommen, von echten Menschen getrommelt und komplett analog abgemischt von Moses Schneider. Mit anderen Worten, The Human Beat Pack. Jetzt. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Kommen wir mal zu Droom, weil das war für mich so naheliegend, was du da als Idee dahinter gehabt hast, dass ich gedacht habe, warum ist denn da noch kein Mensch vorher drauf gekommen? Magst du mal die Idee hinter Droom erzählen? Ja, also Droom steht für Drum, Dream und Room. Und ist nichts anderes, als dass man den Raum aufnimmt und nicht das Schlagzeug. Okay. Und muss man sich so vorstellen, wenn man eine Raummikrofonierung hat, also quasi ein Drum steht in einer Ecke und in der anderen Ecke stehen halt die Raummikrofone, dann klingt man, hört man quasi den Raum zusammen mit dem Drumkit natürlich. Ja. Aber aufgrund der Laufzeit eben auch ziemlich weit weg. Was dazu führt, dass wenn man also seine trockenen Signale im Mix schön laut macht, und jetzt will man unbedingt diesen geil klingenden Raumsound dazu packen, weil wir waren in so einem teuren Studio und der Raum klingt so geil und dann ziehst du den Raum hoch und merkst so, wow, jetzt wird alles nur noch indirekt. Ja. Und spätestens, wenn dann so eine Hi-Hat läuft und dann kommt die Hi-Hat doppelt und dann ist dann so, also jetzt kann man auch nicht mal mehr zu tanzen, dann sagt man, okay, lass doch mal den Raum vielleicht gelten, dass es nur für Snare-Drum und Bass-Drum ist, dann hast du auch immer diese komischen Stützen, immer noch wieder mit dabei sind. Und letztlich ist der Raum, der teure Raum, wird ganz leise gemacht im Mix, so dass es sich angenehm anfühlt, aber es ist halt nicht mehr dieses Spektakuläre. Ich dachte, ich bin bei John Bonham und alles ist so schön räumlich. Mit anderen Worten, hättest du auch mit dem Plugin machen können, hättest du die Mikrofone sparen können. Ja, genau. Und der Droom, wie gesagt, macht sich das Prinzip zu eigen, zu sagen, okay, ich bin für den Raum zuständig, nicht das Drumkit, also stelle ich mich direkt vor das Drumkit, guck nur in die andere Richtung. Also hat das Schlagzeug quasi im Rücken. Das Schlagzeug ist im toten Winkel der Mikrofone, ja. Und hat zwei Vorteile. Es gibt keinen Phlegm mehr, also das, was so als indirekt vorher beschrieben wurde oder Washi oder es ist zu weit weg, das Mikrofon, die Hi-Hat kommt doppelt. Das ist weg. Jetzt klingt alles wie aus einem Guss. Bassdrum, Snare-Drum hat keinen Phlegm mehr. Und was ja aufgenommen wird, die Mikrofone gucken ja in die andere Richtung des Raumes. Ja. Im besten Falle sind es Hyperkardioid, also Superniere. Mhm. Superniere haben eine noch engere Keule nach vorne und haben natürlich ein bisschen was nach hinten, was aber nicht relevant ist. Wichtig ist auch, dass hier die Becken quasi im toten Winkel sind. Das heißt, der Droom befindet sich vor dem Drumkit auf der Höhe der Becken. Quasi das ist Abschlusskante Bassdrum oder noch davor? Ja, manchmal ist da noch ein Gestänge davor und die 20 Zentimeter machen es dann auch nicht mehr aus. Also so 20 Zentimeter davor geht schon. Aber wichtig ist auf Beckenhöhe. Und was ich eben habe, der Effekt ist, dass ich eben kein Phlegm habe, keine Laufzeit habe zwischen Originalsignal und Raum. Also Bada, Bada gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Ba. Und diese Mikrofone nehmen quasi die Reflexion auf von der gegenüberliegenden Seite des Raumes. Das heißt, der Raum wird virtuell doppelt so groß? Ja, ich sag immer, es wird fast doppelt so groß. Ist aber reine Angeberei, weil sich natürlich der Charakter des Raumes sicher nicht verändert. Der Charakter wird ja jetzt der Raum wird ja nicht doppelt so groß. Die Laufzeit ist natürlich länger unterwegs. Und ich sag mal, hat ein Raummikrofon eher sowas wie Early Reflection, ein bisschen Delay, also man ist so ein bisschen weiter weg, Laufzeit, dann ist der Droom eher ein Reverb. Mhm. Also dann ohne Reflexion, ohne Pre-Delay, sondern ist eher mehr so reverbisch, würde ich es mal sagen. Aber Tatsache, es fühlt sich an, als wäre der Raum größer. Das ist wirklich, das sagen auch alle, mit denen ich das mal ausprobiert habe, alle, die ihren Raum auch kennen und sagen so, hä, wie doppelt so groß.
Und dann müsste aber zugeben, so, ah, krass, okay, auf jeden Fall wirkt größer, und weil es liegt natürlich daran, dass du keinen Phlegm hast, ne? Ja. Du hast jetzt diese fra, 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 und du hast nur noch den reinen, ja. Und dann ist es, kriegst du was reverbisch. Und natürlich, dann auch wieder mit Gates arbeiten, ist natürlich großer Kracher. Dann ist auch da genau zu gucken, wie viel Becken und so noch vor dem Kompressor und vor dem Verzerrer sind, eine große Freude. Also warte mal, die Mikrofone haben, welchen Winkel haben die zueinander? Die stehen dann quasi im Zentrum des Schlagzeugs, gucken dann in einem bestimmten Winkel auf die Seiten oder beide nach vorne, oder wie läuft das? Ja, sie gucken beide nach vorne, weil in dem Moment, wo ich sie zum Beispiel anwinkle, ziehe ich mir schon wieder die Becken. Links und rechts hier sind ja die Becken. Mhm. Und wenn ich die ein bisschen öffne, hol mir wieder Becken rein. Also schön wieder zusammen. Und natürlich ist das Stereobild jetzt nicht so überdreht, sondern es bleibt eigentlich ein ziemlich gesundes Stereobild, sage ich mal. Es ist nicht spektakulär weit, aber ganz ehrlich, das können wir ja jetzt in Verbindung mit dem Scenario. Also man stelle sich mal das Scenario vor und den Droom, dann kriegt man schon so, wow, das ist dann ein krasses Stereobild. Und wenn man dann noch was für die Mitte braucht, dafür ist die Wurst natürlich da. Ja. Und der Druck kommt immer aus der Mitte. Und deswegen immer schon darauf achten, dass die Wurst auch schön druckvoll bleibt. Und dann hat man eigentlich mit den drei Charakter-Mikrofon-Positionen, sag ich mal, hat man dann eigentlich einen sehr eigenen Sound. Ein Droom macht nur Sinn bei Räumen, die auch abliefern können. Also wenn der Raum zu klein ist, kann man das machen. Dann kriegt das Ganze eher, Sustainer, dann wird's ein Sustainer. Aber mehr auch nicht. Also ich sag mal so, wer die Chance hat, mal in einem größeren Studio zu arbeiten und so, dann lohnt sich das auf jeden Fall, den Droom aufzubauen, weil so hat man sein Drumkit eben auch noch nie gehört. Nur damit du einen kleinen Eindruck davon bekommst, wie der Droom eigentlich klingt, habe ich hier mal ein Schlagzeug vorbereitet, für dich eingespielt von niemand Geringerem als den goldenen Ohren von Holtwig, unserem Freund Björn Schlüter. Und das klingt im Moment so. Bassdrum, Snare, Overheads und ein bisschen Hall auf die Snare und ein bisschen Hall in den Raum rein. Aber nichts Besonderes, einfach nur so, wie ich das gemischt habe. Habe ich übrigens im Premium-Bereich im Drum-Special erklärt, falls du dich dafür interessieren solltest, hier oben mal einen Link. Aber jetzt hören wir mal, was passiert, wenn der Droom dazu kommt. Komplett unbearbeitet, einfach nur der Droom, zwei Mikrofone, links und rechts hart außen gepannt und ohne weitere Bearbeitung hier auf diesem Fader drauf. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir den dazu schieben. Wow. Solo. Droom Solo. Und jetzt wieder mit dem Schlagzeug zusammen. Bestes Bild. Komplett unbearbeitet und schon kommt dieser schöne, eigentlich groß klingende Raum dazu. Also auf jeden Fall größer als die 4 Quadratmeter, auf den wir eigentlich aufgenommen haben. Aber wie würde Moses das Ganze eigentlich bearbeiten? Fragen wir ihn mal. Du hast gerade gesagt, die Nachbearbeitung vom Droom ist flexibel, oder hast du eine präferierte Methode, dann den Droom zu bearbeiten? Ja, als erstes nehme ich ein Groove-Gate. Da war ja wieder was. Nachtiger. Weil ich will es ja extrem bearbeiten. Extrem bearbeiten. Ist ein Charaktermikrofon wieder, ein Set. Genau. Ja. Also beim Scenario werden die besser angehoben. Beim Droom würde ich, weil ich ja weiß, es kommt gleich die fette Kompression, würde ich vor dem Kompressor und vor dem Verzerrer auch engbandig die Frequenzen suchen, wo das Becken am meisten shitty klingt. Also wo auch der Raum und Becken zusammen eine ungünstige Allianz bilden. diese Frequenzresonanzen würde ich auf jeden Fall suchen und rausnehmen. Das heißt, und jetzt nicht, du hast so ein Kamm quasi, der alles rauszieht, was Kacke ist. Naja, also es sind meine Ohren. Am meisten gibt's ja nur eine Frequenz, die wirklich über allen steht. Ja. Und wenn man merkt das, ich drehe halt immer gleich raus, bevor es in den Verzerrer geht, gehe dann einmal durch das Frequenzbild durch, und dann merke ich ja, wenn die weg ist, hier an dieser Stelle, dann ist offen. So, und dann fange ich natürlich mit Zerrung an und Kompression und so. Ja. Aber quasi beim Droom auch die Frequenzen suchen, die nerven, weil und die dann rausdrehen, bevor sie in den Kompressor und in die Vollverzerrung gehen. Also ich sage immer Vollverzerrung, ich mache das auch so. Also bei mir
gehen die Geräte dann auch, da sind die Inputs, analoge Welt natürlich, in einer digitalen Welt schwieriger, aber in einer analogen Welt heißt bei mir rot an. Also rot ist ja auch bezahlt. Dann heißt das, naja, grün heißt ja nur, ich bin im normalen Bereich. Ja. Und ich habe ja die Möglichkeit, diesen Bereich zu verlassen. Und es gibt eben analoges Gerät, was Headroom zur Verfügung stellt, auch wenn rot kommt. Und da wird, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, dann merkt man ja auch, was ein guter Preamp ist. Oder da merkt man ja dann, ah, okay, wir sind im roten Bereich. Na, dann gucken wir doch mal. Ja. Da, wo eben andere Preamps, sage ich mal, so dann so langsam runtergehen, weil sie keinen Bock mehr haben, da können andere Preamps natürlich ganz andere Sachen auf einmal zeigen und so. Wenn du das nachstellen wollen würdest, jetzt in der DAW, sagst du, hast du da einen Verzerrer deiner Wahl, mit dem du da rangehen würdest? Ja. Treffer versenkt. Ja, ich würde es immer, also ich sage, ein probates Mittel ist immer ein 1176. Ja. Ein 1176 kann man, weil der ja nur einen Input- und Output-Regler hat, man kann Input so krass reinfahren, dass man in die Zerrung kommt. Ja. Den Output natürlich dementsprechend runterfahren. Und dann gibt's natürlich die verschiedenen Kompressor-Modi. 4, 8, was ist das noch? 12 und 20? 20 und All, ja. Ja, genau. Und All, wollte ich gerade sagen. Natürlich, immer All. Was all denn sonst? Moses All in Schneider. Genau. Und jetzt hängt natürlich alles davon ab, wie viel Input, wo ist Attack, wo ist Release. Also der Output ist gar nicht so wichtig. Und diese drei Regler, das muss man halt das muss man einstellen. Und da merkt man, das passt zu diesem Trommler oder zu dieser Trommlerin, zu diesem Raum, zu dieser Produktion. Und dann merkst du so, bei dieser Produktion muss ich nicht Vollgas geben und so, weil es reicht schon, wenn ich so ein bisschen ankitzeln mit ein bisschen Saturation und ein bisschen shaky Überkompression, sag ich mal. Das reicht bei manchen Bands vielleicht schon oder bei mancher Musik. Und da, wo man halt Möglichkeit hat, richtig Gas zu geben und Sachen zu übertreiben, dann kann man auch eben alles auf 11 drehen. Und dann ist es auch egal, welches Gerät, weil auf 11 heißt ja 11. Ja, ich habe mal einen gesehen, der hat tatsächlich einen LA2 dafür benutzt. Also den auch voll aufgedreht und dann hinterher mit dem Fader wieder zurückgedreht, weil der LA2 einfach alles gegeben hat. War auch sehr cool für Bass übrigens. Der hat dann Bass reingeschickt, volle Pulle nach rechts irgendwie und dann hat er den mal lochen lassen. War auch sehr cool auf jeden Fall. Super, also auch Fairchild, wenn man mal die Möglichkeit hat, in einem Studio zu sein und da steht irgendwie ein Fairchild oder dieser An-Fairchild, den gibt's ja auch. Wer die Möglichkeit hat, unbedingt benutzen. Also ich benutze jetzt, wenn er da ist, ihn für Stereo. Also es ist einfach natürlich der tollste und teuerste und hast du nicht gesehen. Also und macht Sinn auf dem Stereo. Ich habe es dann mal digital nachgebaut. War natürlich nicht so. Ist ja immer so, ne? Ja. Natürlich ist das Plugin nicht das in echt, aber es gibt einem zumindest ein bisschen das Gefühl, aber es ist halt doch was anderes. Ist so. Also, ey, das sind ja alles Sachen, die machen wir, weil wir das lieben, was wir machen. Ne? Deswegen habe ich auch immer keine Angst vor KI, weil KI kann mir gar nicht helfen, weil das, was mir am meisten Spaß macht, ist der Weg. Nämlich Sachen zu entwickeln und an drei Potis gleichzeitig zu setzen und versuchen, was zu machen. Und dann funktioniert es halt nicht, da muss man halt nochmal ran. Und so ist es alles eine große, so ein großes Laboratorium. Ja, und es geht ja um Geschmack bei der ganzen Geschichte. Ne? Es geht ja in dem Fall dann um deinen Geschmack oder den der Band oder wer auch immer da das Sagen hat in dem Zweifel. Ne? Ja, ich könnte 8 Stunden lang jeden Tag Mikrofone aufbauen und sowas machen. Also, wenn es an mir ginge, wäre ich nur noch Engineer. Ja, und du könntest theoretisch aus der gleichen Aufnahme 8 verschiedene Sounds rausziehen, die sich komplett unterscheiden und für komplett unterschiedliche Musikrichtungen stehen, ohne dass du 8-mal aufnehmen müsstest dafür. Wahnsinn. Die Drumspuren, die ihr da aufgenommen habt bei Elysia, sind ja einmal mit dem Moses Schneider Signature Sound und aber auch einmal nackig aufgenommen. Das heißt, man kann auch selber damit spielen, ne? Das ist auch der große Spaß, ehrlich gesagt. Also alle Charaktermikrofone haben wir parallel aufgenommen und unbehandelt. Und so kann man selber mit derselben Position, es ist exakt dieselbe Spur, nur halt ohne das analoge Treatment. Also alles, was ich gemacht habe, ist analoges Treatment. Und das kann man halt, weil es parallel aufgenommen ist, digital nochmal nachbauen. Mit seinen eigenen Geräten, eigenes Gate entwickeln, eine eigene Verzerrungskette oder was weiß ich. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten der Modulation und aber was eigenes draus machen. Also das lohnt sich schon. Diese Einzelspuren sind auch, das ist ganz geil. Weil man kriegt auch mal, ehrlich gesagt, ich rede ja viel den ganzen Tag, ne? Und dann, als ich meine eigenen Sachen da gemischt habe, dann muss man ja auch mal
so ehrlich sein, funktioniert das wirklich, über was ich da die ganze Zeit rede? Und es gibt nichts Krasseres als eben der direkte AB-Vergleich. Ne? Du hast also mal analoges Bearbeitung. Jetzt steht dir, du hast jetzt die Möglichkeit, eben digital dein eigenes Ding draus zu machen. Und erfüllt es immer noch diesen Zweck oder ist es halt alles nur Zauberei oder große Blub? Ja. Nee, ist es eben nicht. Es funktioniert unfassbar gut. Also auch wenn man für sich noch mal neu rangeht, das gar nicht immer mit dem Verzerrer so mag oder so, sondern man kann auch mal ein Szenario ganz gelassen betrachten. Auch ein Room und auch eine Wurst. Das kann ja alles sehr, sag mal, auch mal moderat eingesetzt werden. Und trotzdem, weil es eine andere Charakteristik ist, eben als dieses typische Close-Miking und so, das, was man kennt, ja, dann gibt sich einfach so eine andere Perspektive. Am Ende des Tages sind es natürlich Drums. Ne? Jetzt kommt das keine Wundertüte. Ne? Am Ende bleiben es Drums. Es geht nur darum, andere Möglichkeiten zu haben der Beeinflussung, der Signalbeeinflussung. Weil jeder, der schon mal Drums aufgenommen hat, weiß, Close-Signale, dann fragt er noch nach dem Overhead und wo sind die Räume. Das sind so, und dann, man denkt immer, ey, wir nehmen 20 Spuren auf für die Drums. Ein Riesenaufwand für die Drums. Aber es ist so standardsmäßig, ja, alles schon tausendmal gehabt und man hat schon seine Samples zurechtgelegt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich der große Unterschied. Und so mal mit den gleichen Samples funktioniert super. Also, jein, also, dann, das ist nicht das, was ich liebe, ne? Also, das meine ich ja. Also, bei mir geht's auch darum, da gibt's noch so viel zu forschen und, deswegen ist ja mein Lieblingsbeispiel immer das von Alfred Hitchcock und die Erfindung des Vertigos. Also, es hat zwar nichts mit der Musik zu tun, aber dieser Effekt, meinst du? Ja, es hat was mit Kreativität zu tun. Also, er fragte sich, wie kann ich Höhenangst darstellen? Und dann kam er auf die Idee des Vertigos. Es ist seine Idee, hat er erfunden. Macht heute jeder Kameraschüler, Schülerin oder die das lernen, diese Personen, die das lernen, müssen den Vertigo lernen. Das ist quasi so das ist passiert, weil sich jemand Gedanken gemacht hat. Und das war für mich so eine, ey, hör nicht auf, nur weil es einfach, weil es nicht mehr weiterentwickelt, muss ich ja nicht aufhören. Ja, sondern entdecke immer mehr Sachen, die halt, die Spaß machen. Ja. Ja, wer war das? Jeff Emmerich im Abbey Road, als John sagte, ich möchte klingen, als wenn ich vom Mond singe. Ja. Wo er dann die Stimme durchs Leslie gejagt hat. Irgendwie. Durchs Leslie gejagt wird. Ja, hat es noch nie vorher gegeben. So. Ja. Einer muss machen und Jeff war 20 Jahre alt, ne? Ja, genau. Es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, es gibt ein Buch, das heißt, Du machst die Beatles, das habe ich mal gelesen. Und ich meine, das ist über ihn, weil es gibt ja verschiedene Sound-Engineers, die da aktiv waren, aber ich meine, Du machst die Beatles war Jeff Emmerichs und wo ich wirklich gedacht habe, wie krass Shit. Ja. Ja, ja. Mein Lieber, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit, für deine Kreativität vor allem. Und ich glaube, wir werden noch viel von deiner Human Beatbox auch hören. Spätestens in den Charts, wenn die Beat-Produzenten festgestellt haben, dass sie ihre 808s nicht mehr nur aus der 808 selbst rausholen müssen oder die Samples von Splice nutzen, sondern einfach mal kreativ schrauben können. Hoffentlich ist es so. Sensationell. Großartig. Klingt zu spannend, um wahr zu sein, dass du solche Beats und Grooves kriegen kannst, aber das Human Beat Pack ist tatsächlich ab heute Nacht 0 Uhr käuflich zu erwerben. Link unten in der Videobeschreibung und wenn du bis dahin nicht warten kannst, dann schau als nächstes hier in dieses Making-of rein, da wird erklärt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Viel Spaß dabei und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, mach's gut und Yassou!